Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Vielleicht erst ein kleiner Werbeblock. Ich habe hier so einen schönen Kritzelblock gemacht. Kritzel dich durch deine Konfirmation. Kann man gut auch im Gemeindeunterricht oder sonst wo benutzen. Und da sind so coole Vorschläge drin, wie zum Beispiel derjenige, den ich euch jetzt auch mache. Im Gottesdienst. Kritzel doch mal mit der langweiligste Satz, der heute im Gottesdienst gesagt oder gesungen wurde. Das dreht die Perspektive mal rum und dann sind alle ganz aufmerksam. Und lasst andere auch mitmachen, legt nach dem Gottesdienst die Sätze mal zusammen und erzählt euch, warum ihr so lahm fandet. Also ich habe das bei meinen Konfi-Gruppen immer wieder mal durchgeführt und das waren dann ganz coole Gespräche nach dem Gottesdienst. Zumindest haben sie aufgepasst die ganze Zeit. Eine Predigt sollte mit Gebet beginnen, deswegen will ich euch zwei Gebete mal vorlesen aus diesem schönen Buch. Flatrate, 24 Stunden genial verbunden. Da habe ich teilweise Gebete zusammengetragen von meinen jungen Freunden, die mir die zugeschickt haben. Andere habe ich erfunden, damit man mal so eine Vorstellung bekommt, worüber man alles mit Gott reden kann. So 24 Stunden am Tag. Und das sind hier einmal 24 Stunden rund mit Vorschlägen, was man so da beten kann, worüber man mit Gott ins Gespräch kommen kann. Und das ist ganz super, das freut mich sehr. Das ist gut angekommen, das haben wir inzwischen 13.000 Mal verkauft, in der dritten Auflage jetzt. Und ich hoffe, dass es noch sehr viel weitergeht und dass junge Leute ins Gebet kommen dadurch. Da betet zum Beispiel Francesco. Lieber Gott, es könnte alles so perfekt sein, aber meine Eltern sind einfach zu blöd. Warum müssen sie immer alles verbieten? Das macht echt keinen Spaß. Hast du deine Mutter Maria auch mal doof gefunden? Hat sie dir auch verboten, abends mit Freunden unterwegs zu sein? Warum wollen uns Eltern immer vor allem beschützen, was sie selber früher gemacht haben? Kannst du nicht mal ihre Gebete erhören und sie eine Weile beschäftigen, während ich mich still und leise vom Acker mache? Vielleicht besuche ich dich dann auch mal wieder am Sonntag, dein Francesco. Oder Neo betet, neulich, du im Himmel, als ich auf die Brücke gerannt war und am Geländer stand und in die Tiefe geglotzt habe und ganz unten das Wasser nach mir geschrien hat und es so laut gerufen hat, dass das Leben in mir geschwiegen hat und ich nach dem Pfosten gegriffen habe und mich hochgezogen habe, die Arme ausgebreitet habe, habe ich in mir, du im Himmel, eine Stimme gehört, die nach mir gerufen hat. Ganz leise, dann lauter und dann so laut, dass das Wasser in der Tiefe verstummt ist. Meinen Namen hat die Stimme gerufen. Nach mir hast du geschrien, du im Himmel, dass ich leben soll. Mach ich, du im Himmel, dein Neo. Amen. Das sind so Gebete, die in diesem Buch drinne stehen. Und diese Gebete vermitteln auch ganz bestimmte Bilder von Gott, wie Gott ist und wie er mit uns umgeht und was er alles für uns hat. Und deswegen passt es auch ganz gut, dass ich diese beiden Gebete vorgelesen habe, denn das Thema Gottesbilder ist mein Thema heute Morgen. Woran erkennt man denn Gott in der Welt? Wo soll man denn hingucken? In welche Richtung soll man gucken? Was darf man von Gott erwarten? Und ich will euch auch heute Morgen wieder einige Geschichten erzählen und euch damit Bilder vor Augen malen. Und hier kommt die erste Geschichte. Einst lebten 7 blinde Brüder im tiefen Dschungel. Eines Morgens saßen die Brüder vor ihrer Hütte und genossen die warmen Sonnenstrahlen auf ihren Gesichtern. Da sprang der jüngste der Brüder, der besonders abenteuerlustig war, auf die Beine und sagte, lasst uns einen Spaziergang in den Dschungel machen. Ich bin es müde, Tag für Tag hier herumzusitzen. Der älteste der Brüder war besonders vorsichtig und praktisch veranlagt und warnte, wir könnten uns verirren oder irgendwo hinunterfallen oder uns verletzen. Da hatte der Mittlere eine Idee. Wir gehen einfach in einer Reihe, einer hinter dem anderen und halten uns an den Schultern des Vordermanns fest. Auf diese Weise können wir nicht getrennt werden und können uns gegenseitig warnen, sollte sich uns etwas in den Weg stellen. Gesagt, getan. Als sie nun etwa eine halbe Stunde gewandert waren und fast schon das Gefühl hatten, dass sie alles machen und überall hingehen könnten,
Da hielt der älteste Bruder, der als erster ging, plötzlich an. Hier kommen wir nicht weiter, Brüder. Das ist das Ende des Pfades, denn eine mächtige Mauer versperrt den Weg. Die anderen Brüder tasteten sich nach vorne, um auch die Wand zu berühren. Da rief der zweite Bruder, nein, das stimmt gar nicht, mein Bruder. Das ist keine Wand, das ist ein Baum. Ich kann ihn mit meinen Armen umfassen. Der dritte Bruder streckte seine Hand aus, um nach dem Baum zu greifen und rief, also dein Baum, der steht doch gar kein Hindernis da. Ich kann ihn ja mit einer Hand fassen. Tatsächlich gleicht er mehr einem Seil als einem Baum, denn er hängt von oben herab und man kann ihn bewegen. Wieder ein anderer streckte sich so hoch er konnte, um das Seil zu ergreifen, doch stattdessen berührte er etwas, das breit, flach und weich war. Es ist doch ein Baum, sagte er, und es muss ein riesiger sein, denn die Blätter sind so groß wie das Kopftuch unserer Mutter. Der nächste der Brüder wollte das Geheimnis endgültig lüften, worum es sich handelte, was ihnen den Weg versperrte, und drängte sich nach vorne. Seid vorsichtig, meine Brüder, rief er aus. Es ist eine Schlange, so dick wie unser Arm, und sie wird uns sicherlich beißen. Und so griff jeder nach dem Objekt und gab eine andere Meinung ab. Die Frage, die sich mir immer wieder bei dieser Geschichte stellt, ist, was können die Menschen wohl erkennen, wenn sie uns abtasten? Was können die Menschen in unseren Jugendveranstaltungen, in unseren Gottesdiensten, in unseren Freizeiten von Gott erkennen, wenn sie uns so ein bisschen auf den Nerven herumdrücken würden und uns auch mal so abtasten? Welches Bild machen sich Menschen von Gott, wenn sie uns sehen, wie wir leben, wie wir durch die Gegend gehen, wie wir unsere Gottesdienste feiern? Alles, was wir tun, wird gesehen. Und aus all dem machen sich die Menschen ein Bild von Gott. Jeder Mensch hat auch mindestens ein Gottesbild. Und das ist auch gut so. Und dieses Gottesbild wird von denen geprägt, die zu Gott gehören und die von ihm geprägt worden sind. Jedem Menschen fallen sofort, wenn er das Wort Gott hört, ein paar Bilder dazu ein. So wie den meisten von euch wahrscheinlich auch während der Geschichte eben ein paar Bilder eingefallen sind von dem, worauf die sieben blinden Brüder da gestoßen sein könnten. Denn Bilder bilden unsere Wirklichkeit ab. Sie zeigen das, was wir erlebt haben. Gottesbilder zu haben gehört zum Menschsein dazu, so wie es zum Gottsein dazu gehört, dass er ein Menschenbild hat. Es gehört zum Gottsein dazu, dass er ein Menschenbild hat, ein Foto von dir, einen Schnappschuss, den er in seinem Portemonnaie mit sich herumträgt und das alle bestaunen lässt, weil er so verliebt in dich ist. Der Schnappschuss, das Bild, zeigt uns einen Aspekt der Wirklichkeit, einen situativen Ausschnitt der Realität, und jeder von uns vergleicht das Unbekannte, auf das wir dann und wann stoßen, mit seiner inneren Schnappschussbildersammlung, um sich orientieren zu können. Und da gibt es in jedem von uns eine ganze Menge zur Auswahl. Da gibt es Archivbilder, Feindbilder, Vorbilder, Krankheitsbilder, Blutbilder, Abziehbilder, Weibsbilder, Bühnenbilder, Mannsbilder, Vorbilder, Ausbilder und Eingebildete und mit Gold überzogene Heiligenbildchen. Und selbst die Nichtchristen, die Agnostiker, die Atheisten und dergleichen mehr haben ein Gottesbild. Es ist vielleicht etwas verschwommen und sie nennen es vielleicht Schneeflocken auf weißem Grund, aber es ist ein Gottesbild. Nun erinnern sich vielleicht einige spätestens an dieser Stelle an jenen folgenschweren Wunsch Gottes aus 2. Mose 20, Vers 4, du sollst dir kein Gottesbild machen. Mach dir überhaupt kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde und im Meer. Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. Was hat es nun damit auf sich? In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, die nennt man die Septuaginta, da steht in diesem Vers, in 2. Mose 20, Vers 4, ein sehr interessantes Wort, das wir alle mehr oder weniger in unserem normalen Sprachgebrauch auch kennen. Es ist eines von vier Wörtern, die in der Bibel für das deutsche Wort Bild stehen. Und die alle in einer ganz besonderen Weise im Zusammenhang mit dem Thema Gottesbilder gebraucht werden. Dieses
Wort, das hier steht, wo Gott sagt, du sollst dir kein Gottesbild anfertigen, das ist das Wort Eidolon. Das Wort Eidolon, das uns nicht zu Unrecht sofort an die Begriffe Idole und Idealisierung erinnert. Ein Eidolon ist eine unvollkommene Abbildung der Wirklichkeit, ein Schattenbild, ein bloßer Umriss des Wirklichen. Und ein solches Eidolon, das sollen wir uns auf keinen Fall von Gott machen und dann behaupten, das sei die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Wir sollen in unserer Blindheit einen Elefanten nicht zu einer Mauer, einem Baum oder einer Schlange machen. Gott geht es in 2. Mose 20, Vers 4 nicht darum, dass wir uns überhaupt keine Vorstellungen von ihm machen, dass wir gar keine Gottesbilder haben, sondern er möchte nicht, dass wir uns Idole schaffen. Und vor allem möchte er nicht, dass wir diese Idole, diese unvollkommenen Abbilder der Wirklichkeit, als absolut hinstellen und sie anbeten. Das macht Gott sauer. Und zwar deswegen, weil wir dann nicht ins Leben kommen. Ein Bild hat die Funktion, eine Brücke zu sein zwischen dem rein Geistigen und dem Lebenswirklichen, also unserem Alltag. Das Bild ist aber nicht das Abgebildete. Und wenn wir nicht über die Brücke gehen, sondern sie nur anbeten, dann stecken wir fest. Das Bild drückt seelische Zustände und Regungen des Malers aus, und bewirkt auch Empfindungen in den Betrachter des Bildes. Bilder vermitteln etwas, Bilder wollen helfen, wo der unmittelbare Zugang verschlossen ist. Bilder durchdringen unser ganzes Leben. Die ganze Jugendkultur mit Bravo und MTV und dergleichen lebt von der Bildersprache. Und die Frage ist, sind wir darauf vorbereitet, die Bilderflut zu bewältigen, die Bildwirkungen zu durchschauen, mit Bildern sachkundig umzugehen? Oder lassen wir einfach alles auf uns einstürmen, was halt so angeboten wird. Dann müssen wir uns nämlich auch nicht wundern, wie wir nachher drauf sind, wenn so eine Welle über uns geschwappt ist. Sehen wir, was da auf uns zukommt. Wer blind ist in Bezug auf eine bestimmte Sache, der kann sich nämlich lange die tollsten Vorstellungen über diese Sache machen und sie mit seinen persönlichen Archivbildern vergleichen, aber wird nicht drauf kommen, worum es sich handelt. Alle Bilder der Blinden sind nur Eidolons, Schattenbilder, unscharfe Umrisse. Der Blinde braucht eine Offenbarung. Jemand muss ihm sagen, worum es sich handelt. Und so hören am Ende der Geschichte von den blinden Brüdern die sieben dann auch plötzlich hinter sich den Laut herbeieilender Schritte und die Stimme ihrer Mutter, die ihnen verzweifelt zuruft: meine Söhne, lauft um euer Leben! Ihr seid auf einen wilden Elefanten gestoßen. Und nach dem Blick in seinen Augen zu urteilen, ist er nicht wirklich erfreut über eure Zuwendungen. Eidolons sollen wir uns also keine machen. Aber es gibt ja zum Glück noch drei andere Arten von Bildern im Neuen Testament. Und diese drei sind Typos, Charakter und Icon. Auch drei griechische Begriffe, die etwas in uns zum Klingen bringen. Typos. Typos, das ist das Vorbild im Sinne von einer prägenden Form, in die das zu Prägende hineingegossen wird und dann eben eine Form bekommt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gefragt habt, warum beim Egg McMuffin das Ei immer die gleiche Form hat. Das liegt daran, dass das Ei in eine Form gegeben wird und dann in dieser Form gekocht wird. Und wenn wir christlichen Weicheier in Gottes Form gegossen werden, dann wird uns der Typos, das Vorbild Gottes, eben auch zu einer Form, zu einem typischen Gottesbild, das uns zu etwas für Gott Typischem ausbildet. Durch jedes Gottesbild bekommen wir jeweils einen bestimmten abgebildeten Aspekt des Wesens Gottes eingebildet. Und darum hat Jesus selber den Menschen auch so viele Geschichten und Gleichnisse erzählt und ihnen damit Gottesbilder vor Augen gemalt, die sie prägen sollten. Nun sagt schon der Prediger, dass alles seine Zeit hat, und so ist auch nicht jedes Gottesbild gut für jede Zeit. Jedes Gottesbild hat seine Vor- und seine Nachteile. Und ich will das einfach mal kurz an 5 bekannten Gottesbildern zeigen, die die Menschen sicherlich auch an uns immer wieder mal beobachten können. Der strafende Gott, der liebe Gott, der schwerhörige Gott, der Langweiler Gott und der Wunscherfüller Gott. Das Gottesbild vom strafenden Gott hat den Vorteil, dass es uns vor Augen malt, dass unsere Handlungen und Entscheidungen hier auf der Erde Konsequenzen in der Ewigkeit haben.
Was wir tun, verpufft nicht einfach, sondern hat Auswirkungen. Die Nachteile dieses Gottesbildes sind die Angstbildung und die daraus resultierende Einengung des Handelns. Das Gottesbild vom lieben Gott hat den Vorteil, dass es uns zum Ausprobieren und zur Risikobereitschaft ermutigt, weil wir darauf vertrauen, dass Gott in seiner Gnade schon fünfe gerade sein lässt. Der Nachteil dieses Gottesbildes ist, dass wir Gefahr laufen, Gottes Gesetze und Prinzipien bewusst zu missachten und Gott einen guten Mann sein zu lassen. Und am Ende singen wir dann noch, wir kommen alle in den Himmel, ganz egal, was wir auch getan haben. Das Gottesbild vom schwerhörigen Gott hat den Vorteil, uns zu biblischem Gebet und Lobpreis herauszufordern, der nämlich oft ganz einfach nur sehr, sehr laut sein soll. Da liegen wir also schon mal gut in der Spur. Der andere Vorteil ist, dass wir uns nicht immer beobachtet fühlen, weil schwerhörige Götter eben nicht alles mitbekommen. Da muss man nicht die Angst haben, dass man beim kleinsten Fluch schon leicht bestraft wird und einer auf den Deckel bekommt. Der Nachteil dieses Gottesbildes ist, dass wir in der Gottesbeziehung vereinsamen, weil er uns eben nicht hört, darum dann auch nicht mit uns redet und weil er gar nicht weiß, wie es ist, wie wir uns fühlen und was wir so erleben. Das Gottesbild vom Langweiler Gott hat den Vorteil, dass es mich aus der geistlichen Hyperaktivität reißen kann und mich zur Ruhe bringt. Es muss nicht immer irgendetwas los sein. Der Nachteil dieses Gottesbildes ist, dass der Langweiler Gott auch zum Spaßverderber Gott mutieren kann, mit dem einfach nichts Spaß macht und der einem auch allen Spaß verbietet. Das Gottesbild vom Wunscherfüller Gott hat den Vorteil, dass wir bekommen, was wir uns wünschen. Es hat den Nachteil, dass wir in die Versuchung geraten, alles Mögliche zu tun, um das zu bekommen, was wir uns wünschen. Und so haben alle Gottesbilder sowohl positive als auch negative Aspekte. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie können wir es schaffen, dass die negativen Aspekte der Gottesbilder uns möglichst wenig bis vielleicht gar nicht beeinflussen. Und hier hilft uns der Bilderrahmen. Auf einer kunsthistorischen Seminarseite habe ich einen tollen Satz gelesen. Da stand, Rahmen und Bild sind ohne einander gar nicht denkbar. Daher ist auch die Rahmengeschichte ein elementarer Bestandteil der Geschichte der bildenden Kunst. Wenn wir etwas einrahmen, dann kann es dadurch hervorgehoben werden. Der Rahmen ist jedenfalls immer eine stabilisierende Grundstruktur für etwas. Und das gilt für alle Bilder, auch für Gottesbilder. Und der Rahmen der Gottesbilder ist die Liebe. Dass Gott Liebe ist, umschließt alle möglichen Gottesbilder. Die Liebe ist der Rahmen für alle Gottesbilder. Wenn ein Gottesbild aus dem Rahmen fällt, dann entwickelt es ungehindert seine negativen Kräfte. Und wenn ein Gottesbild völlig ungerahmt in einer Ecke unseres Herzens stünde, dann könnte es mit der Zeit zerfleddern und immer unschärfer werden und eines Tages dann mitten in unserem Herzen zu einem Eidolon werden, zu einem Götzenbild. Die Liebe ist immer die stabilisierende Grundstruktur für alle Gottesbilder. Was auch immer du unter Gott dir vorstellst, wenn keine Liebe dabei ist, dann ist es im besten Falle nichts, im schlimmsten Falle zerstörerisch. Paulus sagt, niemals wird die Liebe vergehen. Unser Erkennen ist Stückwerk. Jetzt sehen wir nur ein unklares Bild wie in einem trüben Spiegel. Dann aber schauen wir Gott von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkennen wir Gott nur unvollkommen, dann aber werden wir Gott völlig kennen, so wie er uns jetzt schon kennt. Und auch wenn alles einmal aufhören wird, Glaube, Hoffnung und Liebe werden nie aufhören. Diese drei werden immer bleiben und am höchsten ist die Liebe. So, jetzt aber wieder zurück zu den vier griechischen Begriffen für Bild im Neuen Testament. Also Eidolon haben wir gehabt, die sollen wir nicht machen. Typos haben wir auch gehabt, Egg McMuffin Form. Und jetzt kommt Charakter. Das heißt ein Prägebild und meint das auf einer Münze eingeprägte Bild. Und dieses Bildwort Charakter kommt im Neuen Testament nur an einer einzigen Stelle vor. Dafür aber an einer sehr gewichtigen Stelle, nämlich Hebräer 1, Vers 3, wo es heißt, dass Jesus
der Charakter des Wesens Gottes ist. Derjenige, in dem Gott der Vater sein Wesen abgeprägt, eingeprägt hat. Wer Jesus sieht und erkennt, der sieht und kennt den Vater. So sagt es Jesus selber in Johannes 14 zu seinen Jüngern. Und wer eine Beziehung zu diesem Gottesbild hat, wer eine Beziehung zu Jesus hat, dessen Gottes Ebenbildlichkeit wird wiederhergestellt. Jesus nachzuahmen und sich von ihm beeindrucken, prägen zu lassen, das kann uns nur gut tun. Und das ist auch gar nicht so schwer. Denn Gott hat hier neben dem uns bekannten psychosomatischen Effekt den optisomatischen Effekt erfunden, von Opti für Sehen, ja, und somatisch auf den Körper Einfluss nehmend. Also der optisomatische Effekt heißt, wir sehen etwas und das nimmt Einfluss auf unseren Körper. Im Anschauen seiner Herrlichkeit, schreibt Paulus den Korinthern, im Anschauen herrlicher Gottesbilder werden wir verwandelt in sein Bild, in Gottes Ebenbild. Und hier steht dann das vierte Wort für Bild im Neuen Testament und das ist Icon. Icon heißt Verkörperung, ähnlich sein, gleichen, Gemälde, Gleichnis, Ebenbild, Manifestation. Und auch beim Anschauen seiner Herrlichkeit, beim Anschauen herrlicher Gottesbilder, also bei diesem optisomatischen Effekt, ist uns Jesus wieder einmal ein Vorbild, wie bei so vielen anderen Dingen auch. Mindestens einmal am Tag, früh morgens, übte sich Jesus darin, die Herrlichkeit Gottes anzuschauen. Wahrscheinlich aber drückte Jesus doch mehrmals am Tag ein Auge zu, manchmal drückte er auch alle beide Augen zu, und dann sah er sich einfach mal so Bilder von seinem Vater im Himmel an. Wir lesen das in Johannes 5, Vers 19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sag euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn das der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Jesus sah sich also immer wieder an, was der Vater im Himmel tut. Das war seine Bildung. Und dann tat er das, was er gesehen hat. Und wir können das heute genauso machen. Denn Jesus sagt in Johannes 14 zu seinen Jüngern und durch die Zeit hinweg dann auch zu uns hier heute Morgen: Wer an mich glaubt, das heißt, wer mir vertraut, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Das heißt, auch wir können diese Bildungsmaßnahme in Anspruch nehmen und durch das Anschauen von herrlichen Gottesbildern uns bilden, uns prägen lassen. Hilfreich ist es dazu natürlich, eine oder mehrere meditative Zeiten am Tag festzulegen, wo wir das, was Gott getan hat, auch meditieren. Das heißt, übersetzt in unsere Mitte ziehen, in unser Herz hereinlassen und dann ganz eingebildet unserer Wege gehen. Wenn du den ganzen Tag in deiner Bibel immer nur Stellen über das Gericht Gottes und den Zorn Gottes liest, dann musst du auch mit dem strafenden Gott leben. Wenn du aber im Rahmen der Liebe bleibst und dich vor allem mit den positiven Aspekten der Gottesbilder fütterst, dann wird eben auch das in deinem Herzen passieren. Und darüber hinaus kennen wir das Wort Icon ja nur auch aus der Computersprache. Wenn ich also ein Icon auf einem Bildschirm sehe, dann vermittelt mir das Icon, was passieren wird, wenn ich darauf klicke. Und genauso ist es auch mit den wiederhergestellten Icons, den Ebenbildern Gottes, den Jesus-Nachfolgern. Wenn ein Nichtchrist dir begegnet, dann sieht er in dir das Bild des lebendigen Gottes, das Icon des lebendigen Gottes. Und dann erwartet der Nichtchrist auch, und er darf das auch erwarten, dass sich das Jesus-Programm öffnet bzw. gestartet wird, wenn er dich anklickt. Das heißt, wenn er dich berührt oder sogar wenn er auf dich draufdrückt und dir auf die Nerven geht. Und das will ich euch zum Schluss ins Herz schreiben. Du selber bist das beste Gottesbild. Das beste Gottesbild bist du selbst. Du bist das Icon des Erlösers Jesus. Paulus sagt in 2. Korinther 3, Vers 3, dass wir alle ein Brief Christi sind, der von allen Menschen erkannt und gelesen wird. Geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Das heißt, Jesus hat der Welt einen Brief geschrieben. Und dieser Brief ist zunächst einmal nicht die Bibel. Du bist dieser Freundesbrief Gottes voller Bilder, voller Icons. Und die Menschen um dich und mich herum lesen in uns wie in einem offenen Comicheftchen. Sobald du dein Coming-out als Christ hattest,
beginnen die Leute in deiner Umgebung damit, etwas von deinem neuen Freund Jesus in dir entdecken zu wollen. Also lasst uns sie doch einmal überraschen und lasst sie mal den ganz anderen Gott sehen, den liebevollen Gott, der mit Vergebung unsere Sünden zudeckt. Und dazu zu guter Letzt auch noch einmal eine Geschichte. Es war einmal ein kleiner Junge, der wollte unbedingt Gott treffen. Nun wusste er, dass es zu Gott eine weite Reise war. Deshalb packte er seinen kleinen Koffer voll mit Keksen und einigen Getränkedosen und machte sich auf den Weg. Als er gerade 3 Häuserblöcke weit gekommen war, traf er auf eine alte Frau. Sie saß auf einer Bank im Park und starrte auf die Tauben. Der Junge setzte sich neben sie und öffnete seinen Koffer. Er wollte gerade einen Schluck trinken, als er bemerkte, dass die Frau sehr hungrig aussah. Deshalb bot er ihr einen Keks an. Sie nahm diesen dankbar an und lächelte ihm zu. Und ihr Lächeln war so wunderschön, dass er es unbedingt wiedersehen wollte. Deshalb bot er ihr noch eine Dose Limonade an. Und wieder lächelte sie ihm zu. Der Junge war ganz entzückt. Und den ganzen Nachmittag saßen sie so da, aßen und lächelten, aber sprachen kein einziges Wort. Als es zu dämmern begann, bemerkte der Junge, wie müde er war. Er stand auf, um heimzugehen. Aber nach wenigen Schritten schon drehte er sich um, rannte zurück zur alten Frau und umarmte sie ganz fest. Und sie beschenkte ihn dafür mit ihrem strahlendsten Lächeln. Als der Junge wenig später nach Hause kam, war seine Mutter erstaunt über seinen freudestrahlenden Gesichtsausdruck. Und sie fragte ihn, was hast du denn heute getan, dass du so glücklich bist? Und er antwortete, ich hatte Picknick mit Gott. Und bevor seine Mutter noch weiterfragen konnte, fuhr er fort, und weißt du was? Sie hat das wunderschönste Lächeln, das ich je gesehen habe. In der Zwischenzeit war auch die alte Frau freudestrahlend zu Hause angekommen und ihr Sohn war verblüfft, als er diesen friedlichen Ausdruck auf ihrem Antlitz wahrnahm. Und er fragte, Mutter, was hast du denn heute erlebt, dass dich so glücklich gestimmt hat? Sie antwortete, ich habe im Park Kekse gegessen, mit Gott. Doch bevor ihr Sohn noch etwas einwerfen konnte, ergänzte sie, und weißt du was? Er ist viel jünger, als ich gedacht habe. Also, nehmt euch das zu Herzen, das beste Gottesbild bist du selbst. Lass dich von den unterschiedlichsten Gottesbildern prägen und ausbilden, aber bilde dir ruhig etwas darauf ein, dass du selbst das beste Gottesbild bist. Denn Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach seinem Icon, nach dem Icon Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Also lass die Menschen Gott in und an dir erkennen. Und dazu musst du gar nicht viel mehr tun, als dich von Gott lieben zu lassen und füllen zu lassen und kurz bevor du platzt, seine Liebe einfach wieder rauszulassen und andere Menschen zu lieben. So schreibt Paulus in Römer 13, wer den Mitmenschen liebt, hat alles getan, was das Gesetz fordert. Ihr kennt die Gebote, brich nicht die Ehe, morde nicht, beraube niemand, blicke nicht begehrlich auf das, was anderen gehört. Diese Gebote und alle anderen sind in dem einen Satz zusammengefasst, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wer liebt, fügt seinem Mitmenschen nichts Böses zu. Also wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Macht ernst damit und das erst recht, weil ihr wisst, was die Stunde geschlagen hat. Es ist Zeit für euch, aus dem Schlaf aufzuwachen. Und wenn du dir das Gottesbild, das aus diesem Vers heraus scheint, jeden Tag anschaust, was glaubst du dann wohl, könnten die Menschen an dir von Gott erkennen? Und um den Rest, da kümmert sich der Chef schon selber. Amen.